Hier sagt er am Ende des Hadith, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Wer sich, wie hat das übersetzt hier? Wer sich von meiner Sunna abwendet, der ist nicht von mir. Was heißt das? Was heißt es, der ist nicht von mir? Das kann zwei Bedeutungen haben, wie die Shurah erwähnen. Wenn es Abwendung im Sinne der Verachtung oder so ist, er macht es aus Verachtung, dann bedeutet das natürlich, dass er, sofern er weiß, dass es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass dies bedeutet, dass dies Apostasie bedeutet. Wenn es aber Abwendung im Sinne ist aus yani Faulheit oder sonst was, dann entsprechend bedeutet die Aussage, فَلَيْسَ مِنِّي, yani, dann ist er nicht von denen, die mir Folge leisten oder meinen Fußstapfen folgen. تمام? لَيْسَ مُقْتَدِيًا بِي. Ja.